Schauen wir uns nun einmal die Trainer-App an. Bei dieser dreht es sich um einen Trainer für eine gute Blue Score. Wir können uns damit sozusagen selbst trainieren, wie umweltbewusst schonend, umweltschonend wir fahren. Ja, so kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken. Die Blue Score setzt sich aus vielen Faktoren zusammen. Hier können wir sie einfach trainieren. Aktuell haben wir eine Blue Score von 100. Kein Wunder, wir stehen. Wir können uns ihr anzeigen lassen den letzten Rollweg. Das ist das schöne Segeln sozusagen, wunderbar in den Kasseler Bergen zum Beispiel, wenn man das Auto einfach den Berg runterrollen lässt. Denn da verbrauchen wir ja nicht großartig jetzt Benzin, ne? Müssen kein Gas geben. Ja, und das können wir uns hier anzeigen lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da sich gegenseitig versucht zu übertrumpfen. Dann haben wir rechts den Verbrauch direkt angezeigt, können jetzt aber auch durchschalten. Hier haben wir Erfolge und Medaillen. Klar, wenn man trainiert wird, dann wird man natürlich auch belohnt, wenn man was gut macht. Und hier sind wir jetzt gerade am Anfang beim Warm-up. Da, ups, einmal daneben geklickt, beim Warm-up, da gibt es 3 Medaillen. Danach gibt es Exercise, Workout, Athletics und Champion. Aber da kommen wir erst hin, wenn man schön ein Badge nach dem nächsten erspielt hat. So, das aktuelle ist jetzt Warm-up. Da können wir uns anzeigen lassen, was es beinhaltet. Es sind immer 3 Aufgaben. Da haben wir einmal Vorausschau. Können wir schauen. Rollen Sie beim Anhalten 10-mal mindestens 50% des Weges. Nutzen Sie dazu Schubabschaltung oder Freilauf des Segeln. Dann können wir sagen, okay, das möchte ich jetzt probieren. Aufgabe starten. Bitte jetzt, liebes Auto, achte darauf, ob ich das schaffe. Ob ich das bei meiner jetzigen Fahrt schaffe. Gleichzeitig können wir auch die Blue Score versuchen zu schaffen. Das ist nämlich auch eine Bedingung. Fahren Sie 30 Kilometer mit einer Blue Score von mindestens 85. Das ist nicht leicht. Nur mal zur Information. Das ist nicht leicht zu erreichen. Das ist hier schon ein bisschen anspruchsvoller. Kann man auch sagen, Aufgabe starten. Ich möchte es jetzt probieren. Hier oben ist es dann in blau hinterlegt, 0%. Da sieht man während der Fahrt, wenn man es anlässt, wie weit man vorangekommen ist. Dann ein Badge haben wir geschafft. Das ist jetzt auch nicht schwer gewesen. Befreien Sie Ihren Kofferraum von unnötigem Ballast. Also bitte einfach mal aufräumen. Die Aufgabe erledigt man einfach dann nur durch Bestätigen. Aufgabe erledigt, dann hat man dieses Badge freigeschaltet. Ich wette drauf, dass keiner seinen Kofferraum aufgeräumt hat, wenn er dieses Badge sich erspielt hat. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Nun denn, hier haben wir das aktuelle Training. Und kommen wieder hier zur aktuellen Fahrt, wo wir dann halt alles sehen können. Ist eine schöne Spielerei. Das Schöne ist, wenn man vorher sein Handy koppelt und dann hier es aktiviert, dann werden die Ergebnisse im Anschluss, wenn man dann sagt, Fahrt ist jetzt zu Ende, Auto noch nicht ausgemacht, sondern es ist noch an, kann man sagen, hier schließen, speichern und schließen. Dabei werden die Daten aufgezeichnet auf dem Handy. Automatisch wechselt er dann in eine andere App, in der man vorher war. Wenn man das Handy dann abkapselt, kann man seine Daten einfach mitnehmen. Die sind auf dem Handy gespeichert, das Auto selber speichert es nicht. Also nur, wenn man das Handy, wie gesagt, dran hat, dann wird es aufgezeichnet. Hat datenschutzrechtliche Gründe, daher das Auto selber wird es nicht speichern. Ja, das Schöne ist, so kann man sich die Badges erspielen, wenn man mehrere Kinder in der Familie hat, die das Auto auch benutzen. Mama, Papa, alle haben das Handy, alle haben ein eigenes Smartphone, jeder hat die eigene App. Kann man untereinander in der Familie auch einen Wettbewerb machen. Wer hat die beste Blue Score in dem Monat? Der kriegt von Mama und Papa vielleicht, wenn man 2 Kinder hat. Ich meine, ich habe ja 2 Jungs. Wenn die mal alt genug sind eines Tages, wer von euch beiden die bessere Blue Score hat, kriegt einmal eine Tankfüllung gratis. So kann man Kinder auch zum Spritsparen erziehen. Sehr praktisch. Ich mag die App, ist eine schöne Spielerei. Durchaus. Und sie fördert umweltbewusstes Fahren. Kann man nicht anders sagen.